Für einen vierjährigen Jungen in diesem Auto kam jede Hilfe zu spät. Er starb beim Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Remseck. Seine Mutter, die am Steuer saß, wurde schwer verletzt. Sie wollte zuvor die Gleise an einer Ampel überqueren. Dabei erfasste sie aber die Straßenbahn. Das Auto wurde 30 Meter mitgeschleift und regelrecht zerquetscht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Ein Gutachten soll nun klären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.